Nachdenkseiten. Die kritische Website. Europarat stuft Julian Assange als politischen Gefangenen ein. Was sagt die Bundesregierung? Von Florian Warwick. Am 2. Oktober hatte die Parlamentarische Versammlung des Europarats mit großer Mehrheit den Journalisten Julian Assange als politischen Gefangenen anerkannt. Zuvor hatte dieser vor dem Europarat über seine Erfahrungen in den letzten 14 Jahren und insbesondere über die Verfolgung durch die CIA und die Folgen seiner Inhaftierung in Großbritannien berichtet. Die Nachdenkseiten wollten vor diesem Hintergrund wissen, ob die Bundesregierung die Einstufung des Europarats teilt. Thank you. Europaratsrückkehr. Die Antwort würde mich trotzdem interessieren. Also heute hat der Europarat mit großer Mehrheit eine Resolution angenommen, die Julian Assange als politischen Gefangenen eingestuft hat. Da würde mich interessieren, teilt bzw. folgt die Bundesregierung denn dieser Einschätzung des Europarats? Herr Warwick, ich muss noch mal präzisieren. Es war die Parlamentarische Versammlung des Europarats, nicht der Europarat. Und die Parlamentarische Versammlung, der gehören Abgeordnete von Parlamenten aus 46 Europaratsmitgliedstaaten an. Und sie haben dort eine beratende Funktion. Und wir haben natürlich zur Kenntnis genommen, was die Abgeordneten dort verabschiedet haben, schauen uns das jetzt genau an. Aber gleichzeitig gilt natürlich auch, dass wir Entscheidungen anderer Verfassungsorgane und dazu gehören nun mal Abgeordnete des Deutschen Bundestages auch nicht kommentieren. Mhm. Zusatz? Jetzt haben allerdings auch die, wenn man es denn so sagen will, die Ampelvertreter, also zumindest die anwesenden SPD- und Grünmitglieder des Parlamentarischen Rats, des Europarats, für diese Resolution gestimmt. War denn diese Abstimmung zuvor mit dem Kanzler besprochen? Also auf Fraktionsebene, ich weiß. Nein, also das würde auch dem Selbstverständnis eines selbstbewussten Abgeordneten nicht entsprechen. Und Herr Fischer hat ja die eingeordnet, worum es da geht. Und insofern ist es jetzt erstmal so, dass die Bundesregierung zur Kenntnis genommen hat, was dort entschieden worden ist. Und gleichzeitig hat die Bundesregierung begrüßt, dass Herr Assange mit einer, also für alle Beteiligten ja offenbar guten Lösung aus der Haft freigekommen ist und in seine Heimat ausreisen konnte. Und insofern ist das jetzt erstmal das, was im Vordergrund steht. Und gleichzeitig hat die Außenministerin sich wiederholt auch immer wieder für Herrn Assange eingesetzt und das auch öffentlich kundgetan. Und insofern glaube ich, sind das jetzt Fragen, die an anderer Stelle zu stellen sind. Es gibt ja auch den Deutschen Bundestag, der hat auch eine Pressestelle und dann kann man da nachfragen. Die einzelnen Abgeordneten haben sicherlich eine Meinung. Dann Frau Dawson mit einem anderen Thema noch. Hintergrund. Am 1. Oktober hielt Julian Assange auf Einladung des Europarats in Straßburg eine vielbeachtete Rede über den mit den USA ausgehandelten Deal, den Preis, den er für seine Freiheit zahlen musste. Um frei zu sein, musste ich mich des Journalismus schuldig bekennen. Die Arbeit von WikiLeaks, die Auswirkungen des US-Spionagegesetzes auf die Pressefreiheit in Europa und weltweit, die Vergeltungsaktionen der CIA gegen ihn und die Unterdrückung des Journalismus im Namen angeblicher westlicher Werte. Die Nachdenkseiten hatten diese Rede auch in deutscher Übersetzung dokumentiert, verlinkt innerhalb des Textes. Einen Tag danach stand eine Resolution mit dem Titel »Die Inhaftierung und Verurteilung von Julian Assange und ihre abschreckende Wirkung auf die Menschenrechte« zur Abstimmung, in welcher Julian Assange von der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, denen Vertreter von 46 nationalen Parlamenten des europäischen Kontinents angehören, als politischer Gefangener eingestuft werden sollte. Im Wortlaut hieß es in der Resolution dazu: Die Versammlung ist der Ansicht, dass die unverhältnismäßig schweren Anklagen, die von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen Julian Assange erhoben wurden, sowie die hohen Strafen, die im Spionagegesetz für journalistische Tätigkeiten vorgesehen sind, den Kriterien der Resolution 1900/2012 Definition des politischen Gefangenen entsprechen. Zitat Ende.
Diese Resolution, die zudem eine rechtliche Aufarbeitung der Haftumstände von Assange in Großbritannien fordert und auch die CIA-Mordpläne gegen ihn erwähnt, wurde mit deutlicher Mehrheit 65 Ja zu 31 Nein-Stimmen bei 23 Enthaltungen angenommen. Von den deutschen Vertretern stimmten die SPD, die Grünen, BSW und AfD für die Resolution. FDP und CDU blieben der Abstimmung ganz fern. Die fragwürdige Darstellung des Regierungssprechers. Die Darlegungen von Regierungssprecher Steffen Hebestreit in der Bundespressekonferenz, dass Herr Assange mit einer für alle Beteiligten ja offenbar guten Lösung aus der Haft freigekommen ist, sowie, dass sich angeblich die Außenministerin wiederholt und auch immer wieder für Herrn Assange eingesetzt und das auch öffentlich kundgetan hätte, ist so nicht haltbar. Es war Assange höchstpersönlich, welcher vor dem Europarat am 1. Oktober erklärt hatte: Ich möchte eines ganz klarstellen. Ich bin heute nicht frei, weil das System funktioniert hat. Ich bin heute frei, weil ich mich nach Jahren der Inhaftierung des Journalismus schuldig bekannt habe. Ich habe mich schuldig bekannt, Informationen von einer Quelle eingeholt zu haben. Zitat Ende. I want to be totally clear. I am not free today because the system worked. I am free today after years of incarceration because I pled guilty to journalism. I pled guilty to seeking information from a source. I pled guilty to obtaining information from a source. And I pled guilty to informing the public what that information was. I did not plead guilty to anything else. Ähnlich unhaltbar ist auch die Darstellung des Kanzlersprechers. Annalena Baerbock hätte sich als Außenministerin wiederholt und öffentlich für Assange eingesetzt. Das Gegenteil ist der Fall. Richtig ist, dass Baerbock als Kanzlerkandidatin im September 2021 noch sehr explizit und öffentlich die sofortige Freilassung von Julian Assange gefordert hatte. Doch seit Amtsantritt als Außenministerin am 8. Dezember 2021 hörte man von ihr in der Angelegenheit nichts mehr. Bei Nachfragen in der Bundespressekonferenz, das letzte Mal im Februar 2024, erklärte die Sprecherin des Auswärtigen Amtes: Herr Warwick, ich kann Ihnen sagen, dass wir als Bundesregierung und Außenministerin keine Zweifel an einem in den Vereinigten Staaten jetzt laufenden rechtsstaatlichen Verfahren haben und im Moment keinen Anlass haben, diesen Zweifel zu äußern. Die Position der Bundesregierung und der Außenministerin, dass es eine inhaltlich unterschiedliche Bewertung in der Sachfrage gibt, habe ich klar gemacht. Zitat Ende. Herr Warwick dazu? Ja, die Kollegin von der ARD hatte schon darauf hingewiesen, dass Annalena Baerbock kurz vor Amtsantritt öffentlich die sofortige Freilassung von Julian Assange gefordert hat. Begründet hatte sie das damals, wenn ich kurz zitieren darf, mit schwerwiegenden Verstößen gegen das Verbot von Folter und gegen das Recht auf ein faires Verfahren. Da würde mich interessieren, sieht denn die Außenministerin nach wie vor diese schweren Verstöße gegen das Folterverbot und gegen ein schweres Verfahren gegeben im Falle von Julian Assange? Also ich glaube, ich habe eben sehr deutlich gemacht, was die Haltung der Bundesregierung und der Außenministerin ist und wie sie in ihren Gesprächen hinwirkt und sich einlässt. Detaillierter berichten wir nicht aus Gesprächen, die mit Partnern geführt werden. Das wissen Sie auch. Es gibt ein divergierendes Rechtsverständnis. Aus gutem Grunde wären entsprechende Handlungen in unserem Rechtssystem nicht strafbewehrt, so nennt sich das. Und diese Haltung hat sich nicht geändert und die vertritt die Außenministerin klar, auch in entsprechenden Austauschen mit ihren britischen und amerikanischen Kollegen. Vielleicht ergänzend noch, Herr Jung, weil ich immer noch zu Ihrer Frage, die Sie gerade stellten, möchte noch eine Präzisierung anführen. Es ist so, aber da müssen Sie vielleicht dann noch mal im Detail an die britischen Behörden dann selber, wenn den High Court selber wenden. Von der logistischen Organisation ist es so, dass natürlich nur ein begrenzter Anteil von Menschen direkt in dem Saal beiwohnen kann, aufgrund des großen Interesses. Die Behörden stellen dann die Möglichkeit zur Verfügung, dass die Beobachtung, also einfach das Verfolgen der gestern und heute stattfindenden Anhörungen für einen erweiterten Kreis aus Nebensälen verfolgt werden kann. Insofern eine Präzisierung, ja, wir sind über einen Kollegen der deutschen Botschaft vertreten, aber um das nochmal präziser klarzustellen.
Zusatz, Herr Warwick? Ja, Frau Dischau, ich hatte ja auch darauf verwiesen, dass Frau Baerbock damals von schwerwiegenden Verstößen gegen das Folterverbot gesprochen hat. Sieht denn die Außenministerin nach wie vor schwere Verstöße gegen das Folterverbot gegeben im Falle von Julian Assange? Also, Herr Warwick, ich kann Ihnen sagen, dass wir als Bundesregierung, die Außenministerin, keine Zweifel haben an einem in den Vereinigten Staaten jetzt laufenden rechtsstaatlichen Verfahren. Und dazu keinen Anlass habe, im Moment diesen Zweifel zu äußern. Die Position der Bundesregierung und der Außenministerin, dass es eine inhaltlich unterschiedliche Bewertung in der Frage, in der Sachfrage gibt, habe ich klar gemacht. Ich habe es noch nicht ganz erfasst. Also Frau Baerbock sagt im Herbst 2021, sie sieht schwerwiegende Verstöße gegen das Folterverbot und gegen ein Recht auf ein faires Verfahren. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sieht Frau Baerbock mittlerweile Februar 2024 keine Verstöße mehr, weder gegen das Folterverbot noch gegen ein faires Verfahren. Ich habe auch darauf verwiesen, wie die Außenministerin sich geäußert hat. Und insofern habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen. Das ist ja einfache Ja-Nein-Frage. Ich habe Ihre Frage beantwortet und im Übrigen beantworte ich die so, wie ich sie beantworten möchte, Herr Warwick. Dann machen wir weiter bei Frau Diekmann und einem neuen Thema. Herr Rinke dazu? André Hunko, Vertreter des BSW im Europarat und einer der Abgeordneten, die sich maßgeblich für die Einladung von Assange nach Straßburg eingesetzt hatten, erklärte auf Nachfrage der Nachdenkseiten, wie er die Vorgänge im Europarat und die entsprechende Reaktion der Bundesregierung bewertet. Zitat: Assange ist nicht auf Grundlage eines funktionierenden britischen Rechtssystems freigekommen, sondern auf Grundlage eines Deals mit den USA, in dem er sich für journalistische Tätigkeiten schuldig bekennen musste. Bei aller Freude über seine Freiheit würde ich hier nicht von einer guten Lösung sprechen. Die Resolution fordert deshalb auch explizit eine unabhängige Untersuchung der Vorgänge in Großbritannien. Der Umgang mit dem Fall verdeutlicht anschaulich die Unterschiede zwischen dem Europarat und der EU. In der Anhörung des Rechtsausschusses in Straßburg mit Assange als Gast habe ich darauf hingewiesen, dass leider das EU-Parlament sich nicht für seine Freilassung eingesetzt hat, anders als die Parlamentarische Versammlung des Europarats in Straßburg. Assange kommentierte schmunzelnd, es fehle wohl an geopolitischer Diversität im EU-Parlament. So ist es. Die Anbindung an die NATO ist leider in der EU noch stärker als im Europarat in Straßburg, wo immerhin Assange als Gast empfangen und als politischer Gefangener anerkannt wurde. Zitat Ende. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.